Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute ist der vierte Teil unserer Vorlesung über romantische Liebe in der europäischen Literatur. Und wir haben versucht, die letzten Male herauszuarbeiten, dass ein wesentliches Merkmal der modernen bürgerlich-industriellen Gesellschaften Europas das Moment der Verzeitlichung, der Dynamisierung durch Zeitlichkeit ist. Ab dem zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts rechnen die Europäer mit einem Faktor Zeit, der Veränderung bringt. Und dieses Moment ergreift nun eben auch die Paarbeziehung. Der Begriff Zeitpfeil beschreibt das dann sehr, sehr gut, wie wir uns die Welt vorstellen, wie wir uns das Verhältnis der Menschen, der Tiere, der Dinge zueinander vorstellen. Ein Begriff, der übrigens erst im Jahre 1927 geprägt wurde. Zeitlichkeit, Verzeitlichung prägt nun auch das neue Modell des Liebespaares, Mann und Frau. Und ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geht man davon aus, dass die Frauen einer früheren Entwicklungsstufe angehören, auch als Erwachsene, gerade als Erwachsene, und die Männer einer späteren Entwicklungsstufe. Die Männer entwickeln sich in Richtung Logik, Reflexion, sie denken nach, sie forschen auch über sich selbst, und die Domäne des Mannes wird die Ratio, die Rationalität. Die Frau entwickelt sich so gesehen nicht weiter, wenn sie die einzelnen Stufen bis zum Erwachsenenwerden durchlebt, sondern ihre Domäne bleibt das Gefühl, sie bleibt in gewisser Hinsicht stehen in einem früheren Stadium der Entwicklung. Sie denkt weniger nach. Sie hat ihre Reife, ihre intellektuelle Reife ist geringer als die des Mannes. Das Wichtige ist aber nun, dass diese unterschiedlichen Reifegrade zwischen Mann und Frau sich ergänzen. Die sogenannte Komplementarität, das werden wir uns noch genauer anschauen, sie sind aufeinander angewiesen. Und gesund ist nun eben eine Beziehung, die Männer und Frauen den Naturzustand, der sich in der Frau offenbart, und der Zustand der Zivilisation, der sich im Mann offenbart, zusammenfindet. Jean-Jacques Rousseau hatte schon auf den Begriff gebracht, indem er den Satz prägte: Der Zustand der Reflexion ist gegen die Natur. Jean-Paul hat 1807 dann von der Frau gesagt: Die Frau fühlt sich, aber sieht sich nicht. Sie ist ganz Herz und ihre Ohren sind Herzohren. Sie selber und was dazugehört, nämlich Gründe anzuschauen, wird ihr zu sauer. Natur, Zivilisation, Reflektiertheit, Unreflektiertheit, Gefühl und Verstand, das wären die beiden Pole einer Beziehung, die Mann und Frau verkörpern. Das ideale Paar, das ich Ihnen heute vorstellen will, stammt aus der Literatur und Sie kennen den wahrscheinlich alle. Es ist das ideale Paar, wie wir es im Faust 1 und 2 erleben. Faust und Gretchen sind die beiden Antipoden, gerade was den Grad an Reflektiertheit angeht. Und im Faust 1 endet diese Beziehung zwischen Faust und Gretchen noch unglücklich, wie Sie wissen. Aber in Faust 2 endet sie dann ja glücklich, denn ganz zum Schluss steht eben das Wort: Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Und nun wird Gretchen, das Weibliche, zur Erlöserin des zerrissenen, reflektierenden Mannes. Also, wir haben zum einen den Suchenden, den Strebenden, den Forschenden, den aktiven Mann, dessen Domäne die Gesellschaft ist, und zum anderen die Frau, die ganz Gefühl,
die ganze Natur, die ganz Liebende ist, auch Unschuld und die zu Hause weilt. Sie ist die Mutter. Und im ersten Teil endet es, wie gesagt, noch unglücklich, aber im zweiten Teil wird es sich dann glücklich vollenden. Dieses Modell zwischen Faust und Gretchen war so beliebt, dass sie im Nationalsozialismus auch so etwas wie eine Gretchenfrisur zur beliebtesten Frisur erhoben haben. Das war, Entschuldigung, ein blonder Zopf um den Kopf herum, und die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink hat diese Frisur getragen. Auch Magda Goebbels gelegentlich und Emmy Göring. Man war der Antipode zum starken nationalsozialistischen Mann und griff auf diese Gretchengestalt zurück. Wir schauen einmal in die Zeit vor 1750. Wie war denn das davor? War da in der Literatur, wir nehmen Beispiele aus der Literatur, die Frau im Begriff des Gefühls? Nein, das kann man wirklich nun nicht sagen. Sobald so etwas entsteht wie ein Theater, denn werden auf diesem Theater Frauen gezeigt, die sehr, sehr klug sind und gar nicht nur oder gar nicht das Gefühl verkörpern im Unterschied zum klugen, rationalen Mann. Ich verweise Sie auf ein Stück von Shakespeare, der widerspenstigen Zähmung von 1592, wo das eigentlich sehr schön zum Ausdruck kommt, wie was es bedeutet, eine kluge Frau zu sein. Und meistens wird der widerspenstigen Zähmung auch falsch interpretiert, weil man das Vorspiel außer Acht lässt und dann bekommt das ganze Stück eine andere Wendung. Aber eigentlich geht es darum, dass im Vorspiel ein betrunkener Kesselflicker aus seinem Rausch erwacht und eine Gruppe von schelmischen Adligen gaukeln ihm vor, er sei ein Lord, und ihm zu Ehren wird nun eine Komödie vorgeführt. Und diese Komödie ist ebenso unwirklich wie seine Rolle als Lord in der Gesellschaft. Und in dieser Komödie tauchen Mann und Frau auf, Katharina und Petruchio. Und da wird Katharina beschrieben als störrköpfige Frau, die erst im Laufe des Stückes durch ihren sehr macho Mann Petruchio erfahren muss, was eine Ehefrau ihrem Ehemann schuldig ist. Und so kommt es am Schluss des Stückes zu einem berühmten Monolog Katharinas, in dem sie ihren Ehemann als König, Herr, Regierer, Erhalter, Licht, Haupt, Fürst bezeichnet, der für den Unterhalt sorge, der mühselig arbeiten muss, während die Frau warm und sicher im Hause ruhen kann. Sie sei sein Vasall, er der Fürst. Ihr Leib sei zart, sanft, weich, schwach, hilflos wie ein Kind. Er aber ist eben der Starke, der für sie sorgt. Und der Schluss dieser Komödie ist dann, die Männer, die diesen wunderbaren Monolog von Katharina hören, die kopfschüttelnd dastehen und sagen, was wir da für eine Wandlung mitgemacht haben von diesem starrköpfigen Wesen zu dieser ergebenen Ehefrau, zur sanften Ehefrau. Das ist ein Wunder. So lautet der Schlusssatz. Ein Wunder bleibt's, dass dies so glücklich endet. Und hier muss man eben nun sehen, dass dieses Stück aufgeführt wird in einem London, in dem eine Königin regiert, Elisabeth die Erste, die auch ins Schauspiel geht, ins Theater geht, und die bei diesem Monolog vor Lachen sich nicht mehr hat halten können. Denn genau sie ist ja nun wirklich nicht das Ergebnis einer sanften, zarten, sich nicht in der Politik behaupten könnenden Frau. Dieses Stück regt einfach zum Lachen an. Es ist nicht ernst gemeint. Die mächtigste Herrscherin Europas sitzt im Publikum und kann darüber nur lachen.
Wir werden ähnlich kluge Frauen dann auch im Barock finden. Bei Molière sind die Frauen in der Regel sehr klug. Zum Beispiel in dem Stück Tartuffe von 1664. Die klugen Frauen, Elmire, die Frau von Orgon, durchblickt das Geschehen in ihrem Haus. Sehr oft sind es dann auch die Dienstmädchen, die klüger sind, zum Teil als ihre Herrinnen, wie überhaupt die untere Schicht in den Stücken bei Molière sehr, sehr gut wegkommt. Wir haben da sehr kluge Frauen, die die Männerwelt auch sehr gut im Griff haben, aufgrund ihrer Fähigkeit zu denken. 100 Jahre später in der Aufklärung, in Rokoko, hat sich der Akzent ein wenig verschoben und das Ganze ist in Richtung Moralisierung gegangen. Auf einmal wird Moral, Tugend debattiert, diskutiert und das Modell kommt auf, dass die gute Frau unschuldig, tugendhaft ist, sanft. Der Mann wird oft als Verführer geschildert, meist ist er ein Aristokrat, der sexuelle Ausschweifungen liebt. So bei Chodalot de Laclos, 1782, noch relativ spät, Liaison dangereuse, der Vicomte de Valmont und die Marquise de Merteuil, beide sehr klug, sehr intrigant, verführen die Unschuld, Cécile de Volanges. Und in diesem Stück, in diesem Roman, geht es wirklich um Tugend und Moral. Wenn Sie die Memoiren Casanovas lesen, begonnen 1789, dann schildert Casanova Frauen, die nicht tugendhaft sind, die sehr freizügige, ausschweifende Liebesabenteuer erleben. Und da haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass das Ganze eigentlich unter dem Motto Tugendhaftigkeit, Moral steht und hier auch ausschweifende, sehr technisch gehandhabte Sexualität zum Thema geworden ist. 40 Jahre früher, fast 50 Jahre früher, erscheint in England ein Roman von Samuel Richardson, Pamela, or Virtue Rewarded, belohnte Tugend. Die Heldin ist tugendhaft, unschuldig, intelligent und dagegen steht die sittenlose adligen Welt. Lessing, Emilia Galotti, 1772. Auch hier die tugendhafte Frau, die den triebhaften Männern widerstehen will. Auch hier ist das Motiv ein sehr moralisches. Zum Schluss nenne ich noch Minna von Barnhelm, 1767. Die kluge, intelligente, edelmütige Frau, selbstständig, die dem Mann intellektuell weit voraus ist, wird dann alles zum Guten wenden können. Sehr oft ist in diesen Stücken gerade die Aristokratie die Schicht, der Stand, der die Verderbtheit in die Welt bringt. Und es ist der Typ des Franzos, der dafür paradigmatisch steht. Nun, Faust 1 und Faust 2. Der Urfaust von Goethe 1770, 1788, 90er Jahre, 1805, Faust 2. Goethe hat an diesen beiden Teilen, Faust 1 und 2, von seinem 21. bis 57. Lebensjahr gearbeitet. Faust 2, 1825 bis 31, 32. Und hier erscheint nun ein ideales Paar, Faust und Gretchen, und eine große Kluft zwischen Männern und Frauen, die sich durch den Reifegrad, den intellektuellen Reifegrad ergibt. Der Mann, der sehr viel intellektueller ist, sehr viel ja, in der Zeit entwickelter, seine Intellektualität entwickelnd,
Während Gretchen nun ganz die unschuldige Naivität, ganz Natur ist. Faust, der strebende Intellektuelle, Gretchen die Unschuld. Und nun gilt eben fürs 18. Jahrhundert und noch fürs frühe 19. Jahrhundert, dass diese unschuldige Naivität etwas absolut Positives hat. Je früher man sozusagen dran ist, je näher man dem Ursprung, dem Anfangspunkt der Entwicklung nahe ist und damit Gott, desto moralisch besser ist man. Je natürlicher, desto heiliger. Je ursprünglicher, desto näher zu Gott. Und deswegen ist nicht mehr allein die Tugendhaftigkeit ein Moment, um eine Heldin zu charakterisieren, sondern ihre zeitliche Nähe zum Anfang. Denn wenn man sich das Gretchen anschaut, so ist dieses Gretchen in Faust 1 absolut nicht tugendhaft. Sie hat Sex mit Faust. Sie gibt ihrer Mutter Schlafmittel. Sie tötet ihr Kind. Sie ist sogar eigentlich dafür verantwortlich, dass Faust ihren Bruder tötet. Und dennoch ist sie die positive Frauengestalt. Ist sie das Opfer, das himmlische Gnade erfährt. Und so endet im Faust 1, in der letzten Szene, wo Gretchen nun eben im Gefängnis sitzt, ihre Schau des Himmels und ihre Worte: Dein bin ich, Vater, rette mich, ihr Engel, ihr heiligen Scharen, lagert euch um mich, mich zu bewahren. Heinrich, mir graut's vor dir. Mephistopheles: Sie ist gerichtet, Stimme von oben ist gerettet. Gretchen ist die naive, die ursprünglich gute, tugendhafte, auch voller Ahnungen. Sie ist die nicht reflektierende, deren Domäne das Gefühl und das Unbewusste ist. Ihr Fühlen ist ihr Element. Schon als sie in ein Zimmer zurückkommt, merkt sie, dass dort Mephisto und Faust gewesen sind, dass sie es verlassen haben müssen. Und das erzeugt in ihr ein unangenehmes Gefühl. Faust und Mephisto haben ja Schmuck für sie dort hinterlassen. Und so sagt sie: Es ist mir so, ich weiß nicht wie. Und dann singt sie das Lied vom König in Thule, der seiner Geliebten bis zum eigenen Tod treu bleibt. Sie findet den Schmuck und ab jetzt beginnt sie ihre Unschuld zu verlieren. Die Verführung beginnt. Gretchen ist sehr jung. Sie ist 14 Jahre alt, ein halbes Kind noch. Sie ist einfältig. Faust sagt von ihr eben, sie sei unschuldig, kinderlieb. Ist sie. Sie ist die geborene Mutter, die sich liebevoll um ihr Schwesterchen gekümmert hat, bis es gestorben ist. Sie ist ein Engel, das wird von ihr ausgesagt. Sie ist selbst wie ein Kind. Sie pflückt eine Sternblume und spielt das Spiel: Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Faust nennt sie mein Kind und das ist, wie gesagt, um 1800 ein Ehrentitel. Und sie ist verehrt, diesen intellektuellen, erfahrenen, weitgereisten Mann. Sie sagt von ihm: Du lieber Gott, was so ein Mann nicht alles denken kann. Beschämt nur stehe ich vor ihm da und sag zu allen Sachen ja, bin doch ein arm, unwissend Kind, begreife nicht, was er an mir findet. Und dann kommt das berühmte Lied, das Gretchen am Spinnrad: Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Der berühmten Schubert-Vertonung ist es Ihnen allen vertraut. Die Musik als die Kunst der Gefühle, mit Versen voller Ausrufungszeichen, Aufzählungen seiner Vorzüge, Ausrufen. Und da spricht ganz das Gefühl und das Unbewusste aus ihr. Und man merkt, sie ist nun wirklich keine Intellektuelle. Sehr naiv ist auch ihre Frage an Faust: Nun sag, wie hast du es mit der Religion?
Glaubst du an Gott? Das ist eine sehr kindlich gestellte Frage und Faust weiß, wie er ihr auszuweichen, wie er ausweichen kann. Er nennt sie einen ahndungsvollen Engel. Und sie spürt ganz genau, dass von Mephisto Böses ausgeht und merkt das immer wieder, wenn sie mit Faust zusammenkommt und Mephisto in der Nähe ist. Gretchen fällt dann in Ohnmacht. Wir werden sehen, dass die Ohnmacht etwas ganz Wichtiges in der Literatur, was Frauen zugeschrieben wird, um 1800. Also, sie ist die verdorbene Unschuld, das Kind, der Engel, das Ahnen, das Fühlen, die Musik, die Naive, die Unreflektierte. Faust dagegen, ein alter Lüstling, der nach einem Zaubertrank verjüngt auf Jagd gehen kann. Sein Moment ist auch der Trieb, die Sexualität, verkörpert durch Mephistopheles. Und immer wenn er auftaucht, wendet sich Faust vom Guten ab, er wird ordinär, er wird fordernd, er wird, gerät jenseits der Moral, er wird zum Verführer. Und Mephisto sagt dann zu ihm, ihr sprecht schon fast wie ein Franzos, also ein Franzos als der Inbegriff des Unmoralischen. Faust wird von sich selbst sagen, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die derbes Liebeslust, die sich an die Welt klammert, und das andere ist dieser Trieb nach dem Höheren, der ihn eben ganz entscheidend auch bestimmt. Und so ist Faust ein zerrissenes menschliches Wesen, zerrissen, hin und her gerissen zwischen Gott und Teufel, zwischen dem Streben nach dem Guten, nach Erkenntnis und seiner Triebhaftigkeit. Mephisto nennt ihn einen übersinnlichen, sinnlichen Freier. Also einmal eben einen, der sinnlich triebhaft ist und einen, der eben in diesem metaphysischen, übersinnlichen Bereich strebt. Eigentlich kann man sagen, dass Faust bipolar ist, wenn Sie so wollen. Er ist der Prototyp des aktiven, strebenden Menschen, der gleich eben ein Mann ist. Er wird moralisch gesehen, auch das, was er dann durchläuft, im zweiten Teil nicht besser, aber er wird im zweiten Teil sehr viele Zeiten durchleben. Er wird tatsächlich ein Entwicklungswesen sein, das in verschiedenen geschichtlichen Epochen existiert. Faust II wird durchlebt, die Antike, über das Mittelalter, die Reformation bis in das industrielle Zeitalter mit seiner Kapitalisierung, das monetäre Zeitalter und gekoppelt mit den Allmachtsfantasien des modernen Menschen im Industriezeitalter, der eben nun glaubt, die Welt total erfassen zu können. Es ist das naturwissenschaftliche Zeitalter mit Chemie und Laboren. Und immer wieder kommen dann aber die Heilkräfte der Natur, die vom Menschen und Mann zerstört werden, aber letztendlich für Goethe doch auch immer Heilung bringen, wie wir das eben in der Iphigenie, in seinem Drama auch noch erleben können. Es ist ein langer Weg, den Faust gehen muss durch die Menschheitsgeschichte. Und hier wird eben in Faust I und Faust II das Theater zum Theatrum Mundi. Am Schluss gibt der strebende Mann sein Streben nicht auf. In dem Satz, verweile doch, du bist so schön, was Mephistopheles falsch versteht und glaubt, jetzt sei Faust so weit, eben zu sagen, ich hab's. Das ist eben ein Konjunktiv Irrealis. Er sagt, Faust sagt nur, wenn ich jemals sagen könnte, aber ich tu's eben nicht. Und die wahre Erlösung des Mannes erfolgt nun durch das Komplementär Weibliche, das in
ganz macht, das in das Gespaltene auflöst, das ewig unzeitlich ist vor der Zeit und nach der Zeit und auch unsprachlich und damit unlogisch sich hymnisch offenbart. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Und so halte ich Faust und Gretchen für das ideale Paar im Zeitalter des deutschen Idealismus, ein Paar, das bis ins 20. Jahrhundert modellhaft gewirkt hat und das eben nun die beiden Pole verkörpert, Natur und Zivilisation, Gut und Böse, einen Urzustand und einen sehr entwickelten Zustand. Und dieses Moment der Entwicklung, was sich dann auch pädagogisch in dieser Zeit auswirken wird und gerade zu einer unterschiedlichen Pädagogik für Männer und Frauen führen wird, das wollen wir uns das nächste Mal anschauen, wenn wir uns Rousseaus Emile von 1762 genauer anschauen wollen.